Ja, mein Name ist Thorsten Larbig, ich bin Lehrer in Frankfurt am Main, unterrichte Deutsch, katholische Religion, bin nebenbei mit digitalen Medien beschäftigt, mit digitaler Bildung. Ich schreibe noch Blog, ich beschäftige mich selbst mit digitalem Lernen, also wie funktioniert das auch für mich, weil ich sage, wenn ich digital lernen kann, dann kann ich auch andere anleiten, digital zu lernen. Nun ist das ja dein zweites Örcamp hier in Köln oder warst du auch auf einem anderen Örcamp? Also Barcamps, die sich jetzt explizit mit OER beschäftigen, war das mein zweites hier in Köln. Mhm. Ich war schon auf Educamps, bei denen das OER-Thema auch eine Rolle spielte, zum Beispiel in Bielefeld beim Educamp, auf dem wir einen ganzen Slot hatten zu dem Thema OER. Das war so eine der ersten größeren kontinuierlichen Beschäftigungen mit dem Thema hier in Deutschland, die ich so mitbekommen habe. Ja. Also von daher ist es sozusagen das dritte Mal, dass ich bei so einem Camp bin, aber das Thema spielt natürlich auch im Laufe eines Jahres immer mal wieder eine Rolle. Ja, kannst du da eine Entwicklung ablesen? Hast du das Gefühl, da tut sich was? Verändert sich die Wahrnehmung oder die Arbeit damit? Hat sich ein Netzwerk dazu entwickelt? Also wie ist so vielleicht der Vergleich zu dem, wo sich das Thema für dich, wo das Thema so auch sich hier neu erschlossen hat und zu dem Zeitpunkt jetzt? Ich sehe so zwei Strömungen. Es gibt so einmal die Strömung, die geht so in Richtung Policymaking, Lobbyarbeit für OER. Und es gibt die andere Strömung, die so ein bisschen stärker in die Richtung geht, wie sieht das in der Praxis aus, wie kann das umgesetzt werden, wie können auch ganz konkret mit offenen Schulträgern gemeinsam Konzepte entwickelt werden, die Open Educational Resources als eine zusätzliche Option an Lehrmaterial in den Schulen mit berücksichtigen. Und da hat sich in den vergangenen Jahren eine ganze Menge getan. Es gab diverse Anhörungen, auch in Parlamenten. Hier in NRW gab es eine, es gab meines Wissens nach auch eine im Bildungsministerium. Hier in Köln kann ich ganz exemplarisch sehen, wie die Entwicklung in diesen 12 Monaten doch Riesenschritte vorangegangen ist. Wenn mittlerweile hier Leute aus den entscheidungstragenden Ämtern auftreten und sagen, wir wollen erstens eine ganz starke Offensive in Richtung Digitalisierung mit WLAN und Tablets. Wir möchten eine Cloud haben, die für die Lehrer zentral sehr einfach zu bedienen ist. Wir stellen ein Wiki zur Verfügung. Wir machen zum zweiten Mal in Folge ein OER-Barcamp hier in Köln, bei dem der höchste politische Beamte dieser Stadt die Eröffnung macht und ankündigt, es wird schon am Anfang ankündigt, das Thema wird uns weiter beschäftigen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Da ist eine ganz große Dynamik reingekommen. Wo das hinlaufen wird, das ist noch nicht ganz klar. Was klar ist, der Markt der Bildungsmedien ist in Bewegung geraten. Die Schulbuchverlage scheinen es langsam auch zu ahnen, dass da was in Bewegung geraten ist, aber zum Teil noch so ein bisschen rumzupaddeln, wie sie damit umgehen sollen. Und wo das jetzt hinführt, müssen wir gucken. Also jetzt kommt eine Dynamik in Gang. Und das kann sich bewähren und sehr viel verändern. Es kann aber auch sein, dass man irgendwann feststellt, es gibt die und die Aspekte, die wir weiter verfolgen müssen und andere Aspekte, die wir möglicherweise zur Seite legen. Denn eins ist mir immer ganz wichtig bei den OER, wir diskutieren das immer so auch aus deutschem Kontext. Und der eigentliche Anlass, OER so hochzuhalten, den die UNESCO vor nunmehr fast 12 Jahren hatte, 2002, war ja eigentlich auch die Situation in Entwicklungsländern. Und das vergessen wir manchmal ein bisschen, vielleicht auch, weil wir deutschsprachig, nicht englischsprachig sind oder französisch, dass OER ja eine Funktion haben, die weltpolitisch eine ganz andere ist als hier in Deutschland. Wir können mit Schulbüchern gut leben, wir können mit OER gut leben. Hier ist die Frage im Augenblick eher, wie wird mit Digitalisierung umgegangen, wie wird mit den Themen Sharing umgegangen. Das ist ja etwas, was im gegenwärtigen Modell überhaupt nicht funktioniert. Also bei uns in Deutschland ist es eher so die Frage rund ums Copyright und dem Bedürfnis auch von Lehrerinnen und Lehrern mit Material arbeiten zu können und es eben nicht nur vorgesetzt zu bekommen, um eins zu eins damit zu arbeiten, sondern es auch anpassen zu können an Einzellerngruppen. Also das sind für mich nochmal unterschiedliche Sichtweisen auf diesen ganzen Komplex. Einmal diese UNESCO-Ziele, ganz klar Bildung zu öffnen, auch in Regionen hinein, die eben nicht ein so gut ausgebildetes System auch mit Schulpflicht verbunden haben, wie wir das haben. Und die deutsche Diskussion, die sich zwar auch sehr stark um OER dreht, aber auf einem ganz anderen Niveau stattfindet. Du bist Lehrer, hier heute in Köln sind viele Lehrer, das Thema Schule spielt eine große Rolle. Ist das Thema OER ein rein schulisches Thema oder
sollte man es nicht vielleicht auch weiterfassen? Na, das ist jetzt natürlich erstmal berufsbezogen, dass ich als Lehrer es in meinem Kontext sehe. Mhm. Das ist diese Debatte natürlich auch im Bereich des Materials in der Hochschule eine Rolle spielt, ist ganz klar. Das ist jetzt nicht der Bereich, in dem ich mich im Augenblick primär bewege. Das wäre für mich vielleicht Thema, wenn ich jetzt in diesen Bereichen mehr arbeiten würde. Mhm. Aber natürlich spielt auch da die Frage eine Rolle, wie findet Ausbildung statt, beziehungsweise was wird auch mit Material gemacht, das in einem solchen Kontext entsteht. Für mich selbst ist das mittlerweile immer eine Frage, die da in diesem Bereich hochkommt, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite und es geht auch um Materialentwicklung oder auch um Entwicklung im digitalen Bereich, dass da immer auch die Frage der Nachhaltigkeit eigentlich eine Rolle spielt. Und bei Nachhaltigkeit gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Man setzt es auf OER, das hieß mit Creative Commons, macht daraus bei Software oder ähnlichen Dingen, jedenfalls auch Open Source. Mhm. Oder man macht ein Modell, das auf Vermarktung basiert. Da bin ich auch vollkommen schmerzfrei, was Berührungspunkte angeht. Also mir ist das eine, erscheint mir als ein möglicher Weg, genauso wie das andere. Manchmal muss man pragmatische Entscheidungen fällen. Aber grundsätzlich spielt das natürlich überall, wo gelehrt und gelernt wird, eine große Rolle. Mhm. Gibt es konkret etwas, was du aus dem heutigen Tag für dich mitnimmst? Oder musst du das Ganze erstmal so ein bisschen sacken lassen? Für mich waren das zwei Tage hintereinander. In Köln fand eine Internetwoche statt. Im Rahmen dieser Internetwoche war am Freitag gestern ein Lernlab an der Kaiser-Augusta-Schule hier in Köln, in deren Rahmen digitales Lernen in der Praxis ausprobiert wurde und auch in diese Schulgemeinde hineingetragen wurde. Das ist so das eine. Da nehme ich tatsächlich für mich mit, dass bestimmte Dinge in Schulen nach wie vor als hochgradig innovativ angesehen werden, die mir gar nicht mehr unbedingt als solche erscheinen. Also zum Beispiel dieses Phänomen, dass die Arbeit mit schülereigenen Geräten, die eigentlich viel weiter verbreitet, als man so glaubt. Also ich kenne kaum einen englischen Lehrer, der nicht sagt, nehmt ein digitales Wörterbuch und schaut nach. Mhm. Dass das aber dennoch, wenn man es mit einer gewissen Konsequenz versucht, in den Unterricht einzubringen, immer noch als Besonderheit erlebt wird. Dass viele Methoden, die digital möglich sind, noch gar nicht bekannt sind. Also Unterrichten hat zwar nicht den Schwerpunkt jetzt zuerst auf Methoden, aber Methoden und Inhalte hängen ja im schulischen Lernen miteinander zusammen. Und die Kenntnis über digitale Methoden ist doch an vielen Stellen noch so, dass man den Eindruck hat, da ist noch sehr viel auch an Fortbildungsbedarf in den Schulen, in den Kollegien einfach notwendig. Was allerdings natürlich auch fordert, dass die entsprechende Infrastruktur da ist. Ich glaube, das greift ineinander. Also ich glaube, wenn hier in Köln die Infrastruktur jetzt so sein wird, wie das hier vom Amt für Schulentwicklung heute dargestellt wurde, und damit kommen wir zu heute, wird sich auch dieser Bereich deutlich verändern. Also die Lehrer werden dann sehen, sie haben diese Optionen und es lohnt sich auch, die Fortbildung zu machen. Sie machen sie nicht quasi auf Halde, sondern sie können sie dann praktisch umsetzen. Und man kann sie viel stärker auch vor Ort in den Schulen dann machen. Sagen, ihr habt die neue Infrastruktur, ihr habt jetzt die Zahl an Tablets, so dass ihr jetzt abdecken könnt, eure Lerngruppen mit den Schülern, die eigene Geräte haben, und die Schüler, die keine eigenen haben, kriegen Leihgeräte. Ja. Wir gehen jetzt in die Schulen und machen mit euch ganz konkret Projekte, damit ihr seht, wie ihr Inhalt und Form zusammenbringt und auch diesen didaktischen Mehrwert hineinbekommt, den das Digitale gerade im Bereich des kollaborativen Arbeitens, des kooperativen Arbeitens mit sich bringt. Und damit sind wir im Prinzip dann heute beim heutigen Tag. Dazu braucht es natürlich Material. Und da habe ich heute mich ein bisschen umgeschaut. Also für mich war das heute eher so mal so zu gucken, was gibt es auch an neuen Anbietern. Ich habe also diesmal so diese Copyright-Sessions und so für mich mal außen vor gelassen. Ja. Und im Prinzip habe ich drei Ansätze gesehen. Ich habe einen Ansatz gesehen, der gemeinnützig organisiert ist und versucht, auf der Basis einer Erfahrung eines ehemaligen Schülers aufbauend, Lernmaterial so zur Verfügung zu stellen, dass es auf einer ganz, ganz niedrigen Zugangsebene für jeden, der im Internet ist, kostenfrei zugänglich ist. Das ist das Projekt um serlo.org, die mit Mathematik angefangen haben, aber das natürlich auch ausweiten wollen auf anderen Unterricht. Ich habe ein Modell eines Schulbuchverlages gesehen, wo versucht wird, Schulbücher zu digitalisieren und dabei auch auf Bedürfnisse von Lehrerinnen und Lehrern einzugehen, die noch sehr stark im analogen
Sektor zu Hause sind. Im Prinzip, es gibt das analoge Schulbuch, wir machen euch dazu das digitale Angebot, das aber sehr, sehr nah quasi an eurem analogen Arbeiten dran bleibt. Also ein Modell, das sehr auf Sicherheit ausgelegt ist. Im Prinzip, das wollen die Lehrer, das machen wir, aber nicht auf Innovation im Sinne von, so entwickelt sich das Lernen, wir sind jetzt Vorreiter. Also im Prinzip immer noch sehr begleitend, statt zu sagen, wir machen Innovation. Das führt dann auch dazu, dass die Lehrer, die schon weiter in diesem oder erfahrener sind im Umgang mit digitalen Medien, digitalen Lernen und Lernen, gesagt haben, liebe Leute, was ihr da macht, geht so erstmal überhaupt nicht, weil das keine Innovation ist. Worum ging, um welches Portal ging es da? Das ist das Schulbuchportal Skook gewesen. Die das vorgestellt haben, was ich auch sehr schön fand, dass sie es in so einem Rahmen vorgestellt haben. Das war klar, die kriegen hier Kritik. Sich in diese Höhle des Löwens zu begeben, großen Respekt davor. Und das ist dann ja auch immer so das zweischneidige Schwert, deutlich Kritik zu üben, statt zu sagen, schön, 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 dass ihr da seid und so, wir haben uns alle lieb. Ja gut, aber man kann jemanden ja auch sozusagen zum Schweigen loben. Also es ist immer ganz gut, wenn man in Kontakt bleibt und... Genau, und da auch ein kritischer Kontakt ist, der auch mit klaren Worten arbeiten kann. Ja. Und ich glaube, das ist in dieser Session auch passiert. Da ist auch von Leuten aus Schulverwaltungsbereich ganz klar gesagt worden, dass im Augenblick die Tendenz beobachtet wird, es gibt ganz viele Portale von Verlagen kommerzieller Art, die jeweils neue Nutzerverwaltung im Prinzip erfordern. Ich als Lehrer brauche die ganzen Passworte. Ich muss quasi mit jedem dann noch meinen eigenen Vertrag abschließen. Das wird dann ja auch irgendwann gut. Das Portal ist jetzt an die verkauften Bücher gebunden, also ich nochmal einen extra Vertrag mit mir. Also im Augenblick so viele Modelle, die man eigentlich auch gar nicht mehr handhaben kann. Aber leider ist natürlich der deutsche Schulbuchmarkt auch so, dass ich skeptisch bin, dass die Bildungsmedienanbieter es wirklich schaffen werden, eine innovative Plattform gemeinsam zu entwickeln, weil da wohl doch jeder sich selbst am nächsten ist. Naja gut, das ist sicherlich auch bedingt dadurch, dass es jedes ist ein eigenes Wirtschaftsunternehmen und es ist wahrscheinlich einfach auch aus dem, aber da gut, da kann man nur mutmaßen. Ja, wobei wir da aber übers Mutmaßen hinausgehen können. Ja. Wir haben in der Musikindustrie gesehen, wie sich das entwickeln kann. Ja. Und nun mag Musik ein etwas anderes Medium sein als ein Schulbuch, aber dort ist ein ganzer Wirtschaftszweig umgebaut worden, so dass heute bestimmte Player in diesem Bereich kaum noch vorhanden sind. Zum Beispiel der Einzelhandel ist in der Musikbranche ja weitgehend weggebrochen. An die Stelle treten heute zunehmend Streamingdienste, die dann aber auch schon wieder so Downloaddiensten wie iTunes, Musicload und so weiter Konkurrenz machen und schon wieder sie auf die Plätze verweisen, im Grunde sagen, die Zukunft scheint auch vom Interesse der Nutzer woanders zu liegen. Und das ist im Prinzip die Frage, ob man das im Bildungsbereich und im Buchbereich, in dem wir beide ja auch uns ein bisschen rumtummeln, auch hinbekommen kann. Beziehungsweise es wird dort Veränderungen geben. Die Frage ist nur, wer wird auf diesem Markt mitspielen? Und wird das ein großer amerikanischer Player sein, der es schafft, alles aufzurollen? Oder werden es auch noch andere schaffen? Im Schulbuchmarkt ist es ähnlich. Nun gibt es ja in der Buchbranche tatsächlich auch inzwischen Kooperationen. Vielleicht, wie soll ich sagen, vielleicht gucken sich die Schulbuchverlage da auch noch einiges bei den Publikums- oder Fachbuchverlagen ab. Gut, da muss man die Schulbuchverlage fragen. Ja, man weiß natürlich auch nicht, was da irgendwie in Gesprächen läuft, wenn sich die Geschäftsführung bei irgendwelchen Konferenzen und so weiter treffen und vielleicht auch mal zusammen Kaffee trinken. Da würde man ja gerne mal Mäuschen spielen, aber gut. Du hattest, gab es noch eine Lösung, die du da angesehen hast? Ja, das war nicht so eine Lösung, das war mehr so ein Reflektieren über den gegenwärtigen Zustand. Das war die Session von David Klett. Da hat man so ein bisschen die Entwicklung in auch eher zentralistisch geführten Ländern in Europa vorgestellt, so wie er sie beobachtet. Unter anderem Polen, Ungarn, aber auch noch ein paar andere Länder, in denen es eine gewisse Tendenz gibt, aus Spargründen OER-Pools zu entwickeln, die dann aber quasi den Markt aufhebeln, bzw. ausschalten und somit so die Darstellung von David Klett den Markt im Prinzip beseitigen und man im Prinzip staatlich dirigierte Bildungsmedien hat. Ja. Nun mache ich mir da links in Deutschland jetzt nicht so große Sorgen, weil wir in Deutschland nach wie vor Föderalismus haben. Auch wenn es im Augenblick starke Tendenzen gibt zu sagen, Föderalismus soll weg. Und ich mir überhaupt nicht sicher bin, ob das wirklich ein Weg ist, der so wünschenswert ist.
ob nicht sozusagen dieses Chaos, das wir haben in Deutschland, was die Bildungskompatibilität in unterschiedlichen Ländern angeht, ob das nicht auch ein gewisses Maß an Kreativität und gegenseitige Korrektur mit beinhaltet. Also ob da nicht der Wettbewerb tatsächlich das Geschäft eher belebt und ein zentralisiert organisiertes System da nicht möglicherweise auf Dauer uns auch dazu bringen wird, das zu bedauern, dass wir den Föderalismus nicht mehr haben. Gut, das ist ja auch der Vorteil vom Föderalismus, dass er im Gegensatz zu einem zentralistischen System weniger manipulierbar ist. Ne? Wenn, ganz genau. Ja. Weniger manipulierbar und die demokratischen Kontrollmechanismen da ganz anders greifen können. Mhm. Und gerade im Bildungssektor finde ich das ganz wichtig, weil im Bildungssektor die Grundlagen für Demokratie und Teilhabe gelegt werden. Und da brauchen wir natürlich Lehrmaterial, das von Lehrern wiederum kritisch geprüft eingesetzt wird, sodass da einfach auch tendenziöses Material ausgefiltert werden kann. Das ist ja übrigens auch eine große Angst OER gegenüber, dass es solche Materialien gibt oder kostenfreien Materialien. Es gibt ja kostenfreie Materialien für Lehrer, die auch von Lobbygruppen sehr gezielt zur Verfügung gestellt werden. Und das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn auf einer Konferenz wie hier, auch heute ist mir das mehrfach aufgefallen, das Thema Qualitätssicherung angesprochen wird. Und dann tatsächlich immer wieder auch so der Punkt kommt, ein Lehrer kann ja Material erstellen, das den qualitativen Ansprüchen nicht entspricht. Und ich meine, immer denke, verdammt nochmal, wofür hat der Lehrer eigentlich seine professionelle Ausbildung? Ich bin Profi, ich kann Material erstellen, ich muss es vielleicht von Kollegen noch optimieren lassen, das kann schon sein. Aber es ist ja nicht so, dass man da erwarten kann, dass da nur Sachen entstehen, die qualitativ minderwertiger Dreck sind. Genauso wie man ja eben als Verlag nicht nur Bestseller herstellen kann, kann man eben auch nicht nur Mist. Ja, wobei sogar das ist möglich, das fällt mir gerade auf. Aber gut, es ist einfach so, je mehr hergestellt wird, desto klarer wird auch, was sind Qualitätskriterien. Man kann ja im Prinzip nicht erstmal sagen, es darf nur etwas hergestellt werden, wenn es einem gewissen Standard, der noch nicht feststeht, entspricht. Richtig. Damit wären wir ja wieder bei Gatekeepern, damit wären wir vielleicht wieder bei der Beschränkung, man muss erst über einen Verlag oder ein anderes Kontrollmedium gehen, um veröffentlichen zu dürfen. Das ist ja eigentlich der Reiz von Social Media oder überhaupt im digitalen Raum, dass wir veröffentlichen können. Und ja, selbst wenn es irgendwie nur eine Zielgruppe von 9 Personen hat, ist es möglich. Also wenn ich die Rolle der Gatekeeper anschaue, da sehe ich genau den Punkt, an dem Wandel stattfindet. Wir haben bislang Gatekeeper, die sozusagen bestimmen, was auf den Markt kommt. Mhm. Was wir jetzt haben, ist, wir haben Angebote, die im digitalen Bereich erstellt werden. Was wir jetzt brauchen, ist im Prinzip das, was früher die Presse gemacht hat, ein Rezensionswesen. Mhm. Wir brauchen im Prinzip Dienstleister, die das, was da ist, entweder nach transparenten Kriterien bewerten oder sagen, da gibt es OER, das dürfen wir bearbeiten, hier ist eine gute Grundlage, wir machen daraus ein Unterrichtsmodell, das wiederum unter CC-Lizenz rausgeht. Wir sind Dienstleister für die Lehrer und die und auch die Schulen können sich quasi für den Dienstleister entscheiden, nicht mehr für das Schulbuch. Mhm. Und die kriegen von uns dann das Gesamtpaket, auch von Infrastruktur. Der David Kletter hat vorhin gesagt, wenn die Inhalte Software werden, wird vieles, was heute im OER-Bereich diskutiert wird, sowieso hinfällig sein. Und da stimme ich ihm durchaus zu. Es wird da etwas geben, was auch das Material, das wir benutzen, vollkommen verändern wird. Und da werden wir wieder ganz andere Diskussionen führen. Ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir widmen uns jetzt gleich der Abschlusssession, wo es darum geht, alle zu fragen, wie der Tag für Sie war. Ich bin sehr gespannt. Und werden danach einfach noch ein Bier trinken, vermutlich. Und ich denke mal, wir sagen Tschüss. Sollen wir noch mal winken, noch mal in die Kamera kommen? Ja, dann Tschüss. Tschüss. Und